Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir meine Heißluftfritteuse wieder im Einsatz. Die rettet mir oft mal Tag, wenn ich zu kaputt bin. Heute waren wir im Garten den ganzen Tag und jetzt nach Hause gekommen und haben gesagt, ach, möchten gerne was, bisschen so ein Snack, abends einfach auf die Sofa setzen, ausruhen, vielleicht auch ein Bärchen dazu trinken. Was machen wir? Sind wir unterwegs, schnell in den Laden uns Pizzateig geholt, weil heute bin ich echt kaputt, noch die Pizzateig zu machen. Deswegen gibt es heute mitgekauften. Und geht es so schnell und einfache Füllung habe gemacht mit viel Käse, bisschen Schinken. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute es gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Es geht schnell, ökonomisch. Ich möchte gerne meine Fritteuse wirklich nicht mehr wegdenken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. So, wie gesagt, heute muss es schneller gehen. Deswegen, heute gibt es keinen selbstgemachten Hefeteig, sondern gekauften Pizzateig. Aber heute von meiner Gartenarbeit bin ich so fix und fertig, dass geht gar nichts mehr, noch Teig zu machen. Und ich finde es ist auch nicht so schlimm, wenn manchmal auch was Gekauftes haben. Weil die Laden muss auch ihren Umsatz machen. Und wenn wir komplett alles selber machen, was wir dann mit dem Laden, dann könnt ihr ihn gleich zumachen. So, jetzt Teig haben wir. Mache ich so eine, wie eine kleine Pizzaschnecken. Gebe erstmal ein bisschen Schmand oder in meinem Fall ist Creme Fraiche drauf. Sieh, schmeckt gut. Dann oben drauf kann man Ketchup. Ich nehme mein Zucchini-Ketchup. Dann wird es schnell alle. Schaut ihr, wie schön dick flüssig ist der. Wenn er kalt und dann noch ein paar Monate steht, wird richtig schön dick. Kann nur empfehlen, das nachzukochen, besonders wenn man so viele Zucchini hat. Das kann man natürlich, egal welche Füllung machen, kann man auch mit Hackfleisch machen. Das ist kein Problem. Heute muss es alles schneller gehen. Dann gebe ich ein bisschen so von Schinkenwürfelchen. Das reicht. Muss nicht viel sein. Und ein bisschen was Grünes. Und dann nehme ich meine gefrorene Frühlingszwiebel. Oben drauf Käse. Eventuell ein bisschen Pizzagewürz. Wenn schon Pizza schmecken, dann muss es nach Pizza auch riechen und schmecken. Und dann kann man schon zu einer Rolle rollen. So, jetzt brauchen wir nur aufschneiden. Jetzt nehmen wir unseren Korb raus. Ich habe auch schon hier Papier draufgelegt und legen wir unsere Schnecken da drauf. Ich nehme diese Ende und klappe die so um, drunter. Dass es so nicht zu viel Saft und so rauskommt aus der Schnecke. So. So. Dann ein bisschen Ende abmachen und so umklappen drunter. So. Und dass sie so schön dann goldig aussehen, werden wir die auch mit Eigelb und ein Teelöffel Milch verschlagen. Und bestreichen. So, fertig. Und jetzt schieben wir es in unsere Heißluftfritteuse rein. Hole die vor. Machen wir es mal an den Stromnetz. Dann an. Und weil es im ganzen Korb ist, dann muss man hier in die Mitte Crosszone draufklicken. Hier haben wir unser Programm und ich nehme Heißluft, nur 200 Grad wird zu viel. Nehmen wir 160.
Und hier 15 Minuten auch runter. 15 Minuten und los. So, Ende. Gerade ausgeschaltet. Schauen wir mal rein. Wir sehen unsere Schnecken aus. Wow. Guckt mal. Wie hübsch die sehen aus. Uiuiuiui. Nachholen wir doch aber eine raus. Aber es kochen heiß. Musste man normalerweise ein bisschen abwarten. Die restliche mache ich rein, dass die warm bleiben. Und dann schauen wir uns diese leckere Sache. Es ist aber sehr heiß. Es kann man noch ein bisschen lassen und erstmal ruhen. Aber naja. Knusprig. Voilala, schaut ihr. Die Käse geschmolzen. Schaut, richtig geschmolzene Käse drin. Wow, ist ja lecker. Die kann man aber essen, ob warm oder kalt. Oder sogar, wenn es übrig bleibt, morgen einfach kurz aufwärmen. Auf die Wärmetaste draufdrücken. Fertig. So, liebe Freunde, wenn euch dieses schnelle Rezept gefallen, würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, was ihr noch alles in die Heißluftfritteuse macht. Vielleicht gibt ihr mir einen Tipp oder vielleicht sogar ein Rezept, welche kann ich hier nachmachen und mit den anderen teilen. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!